habe jetzt gerade ein Geschenk bekommen. Ja, Glückwunsch. Ist aber anstrengend, oder? Es ist ja Spaß, aber es war echt eine geile Stimmung. Ja, das war ein bisschen Der letzte Runde alle sind aufgestanden, dann hat das war so laut. Das war auch ein bisschen wo ich München hier verlassen habe, also da habe ich vor 150 Leute geboxt. Und dann komme ich nach 5 Jahren und boxe ich hier jetzt vor so einem tollen Publikum. Das war schon was Besonderes. Also. Ja, wie du am Anfang gesagt hast, ganz München stand hinter dir. Ne? Also, wenn das keine Motivation ist, dann war sie auch. Ja, das ist halt Wahnsinn. Wir hatten heute diese Runde, haben wir gedacht, jetzt ist aber so ein bisschen K.O. Ich habe 2 Kästen zu Hause stehen. Die Seile springen alles. Jetzt war die Kraft wieder da. Nee, ich könnte noch vorne boxen, aber ich wollte erstmal nicht so aufs Risiko gehen. Aber dann hat er gesagt, also Hälfte 12, du musst so rennen, aber ich will keinen Schritt zurück. Und dann habe ich das auch gemacht. Aber er war gut. Ja, er war echt, oder? Er könnte auch einstecken. Ich habe das richtig gespürt, auch mit den Knochen. Wir haben den Eindruck in den ersten Runden besonders, hast du ihm ein paar Treffer gegeben, aber er hat sich dann nichts anmerken lassen, ne? Aber gut, dass es euch gefallen hat, mir hat auch. Wahnsinn, ne? Ja, vielen Dank. Nächstes Mal wieder in München sein. Ja, wo ist denn der nächste Kampf? Weißt du das schon? Nee, ne? Wenn es gegen Bremer geht? Also wenn es gegen Bremer ist, dann steht ja fest 31. März. Und wo? Also, wenn der fest ist, dann habe ich auch Hotel und alles gebucht im Bayerischen Wald. Ab 3. Januar geht's los. Trainingslager. Ja. Boah, machst du nicht eine Pause? Aber wann entscheidet sich? Ich habe keine Pause. Hat ja mal nicht anstrengend. Die Zeit rennt.